Kapitel 16 Es ist nicht so schlimm. Je mehr eine Person von etwas besitzt, desto mehr muss es hergezeigt werden. Sonst weiß nur die Person, dass sie es besitzt, und damit besitzt sie es nicht wahrlich. So ist es die Art der Nekrontür, und so hat man es Oltyx gelehrt. Für die Necrons ist das nicht weniger wahr. Aber trotz allen Wissens, das Mentep besitzt, trotz all seiner Künste in der Vergangenheit, ist seine Unterkunft bemerkenswerterweise kaum der Rede wert. Als Kryptech existiert er irgendwo außerhalb der itakischen Hierarchie, weswegen es ihm seit den dreizehn Jahren, die er auf Seth bereits lebt, freisteht, genau das zu errichten, was ihm im Sinn steht. Aber anstatt einen geheimnisvollen Turm zu erbauen, eine verborgene Bibliothek oder eine Art kristallenes Modell des Sonnensystems, welches über einer Bergspitze schwebt, hat eine Bleibe mit Kuppeldach aus dem Schlammstein errichtet, welchen man in dem Tal findet, in dem er gelandet ist. Das Gebäude misst 100 Ellen im Durchmesser und ist am höchsten Punkt 30 Ellen hoch. Ein kleines Silo daneben enthält sein Schiff. Ein angeblich abgerüsteter Nachtschattensichelbomber namens Idiothese. Es gibt keine Obelisken vor dem Gebäude, keine versteckten Flügel, um angrenzende Realität zu komprimieren, auch kein finsteres Labyrinth darunter. Altex weiß dies, denn er hat bereits mehrere Versuche unternommen, sie mittels seismischer Deutungen während seiner Besuche ausfindig zu machen. Mentep hat ihn schließlich gebeten, dies zu unterlassen, da es äußerst unhöflich war. Allem Anschein nach ist es lediglich eine Hütte, im Inneren nur mit ein paar unverständlichen Schmuckstücken ausgestattet. Dann ist da noch eine Wartungsstation für das langbeinige Konstrukt, welches der Engramant Xot nennt. Mentep besitzt unglaublich viel Ausrüstung, welche er auch zum Teil hervorgeholt hat, während es sich auf das von Oltix erbetene Ritual vorbereitet. Aber alles an Ausstattung ist in dimensionalen Anhängen gelagert. Welche an der Idiothese angehängt sind. Oltex fragt sich, ob Mentep etwas verborgen halten will oder ob er bereit sein muss, im Notfall schnell abzureisen. Er hegt immer noch den Verdacht, dass auch der Kryptech ein Exilant ist. Mentep dagegen behauptet, es helfe ihm, einen klaren Geist zu bewahren. Vielleicht, Olthex, möchtet ihr damit aufhören, mich über meine Anwesenheit zu befragen. Schlägt der weißgepanzerte Mystiker vor, der damit die neueste Flut an Fragen von Oltyx unterbindet. Wir wollen uns der derzeitigen Angelegenheiten zuwenden. Darüber erbost richtet Oltyx sich aus seiner liegenden Position auf der Werkbank auf, um anklagend auf den Kryptech zu deuten. Ihr würdet auch Fragen stellen, wenn ihr so wie ich kaum Gesellschaft habt. Bei Zarex Galle, ich verliere noch meinen Verstand auf diesem Felsbrocken, wenn ich mich mit niemandem anderem als diesem Idioten von einem Prätor geistig messen kann. Dann geht und belästigt Yennek damit, brummt Mentep, während er seine Phasenklinge inspiziert, ehe er sich den fünf silbernen Kugeln und dem flackernd tiefgrünen Kanister daneben zuwendet. Er ist ein guter Krieger und exzellente Gesellschaft. Yennek ist ein Held aus Zareks Krieg und hat damit genug zu tun, die Einfälle der Fikai abzuwehren, faucht Oltyx. Ich bin mir sicher, er will sich nicht mit einem Geschälten aus der goldenen Stadt herumschlagen. Er verzieht innerlich das Gesicht, denn er sorgt sich, er könnte so klingen, als würde er sich selbst hassen. Was natürlich zutrifft. Aber das Letzte, was Oltyx jetzt noch braucht, ist jemand, der ihn für noch schwächer hält, als er bereits ist. Aber Mentep scheint nicht davon berührt, er scheint eher mitzufühlen, was ein weiterer merkwürdiger Zug an dem Kryptech ist. Und ich bin sicher, der Flottenadmiral ist so einsam wie ihr. Wenn ich mir dieses Wort erlauben darf. Ihr solltet ihm einen Übungskampf vorschlagen. Vielleicht lernt ihr noch etwas von ihm. Hm. ist wie immer verblüfft, da ihre Konversation nicht lediglich ein kaum verhüllter Kampf um Überlegenheit ist. Aber in Menteps Worten liegen so wenige verborgene Machtspiele, wie sein Helm versteckte Superwaffen beherbergt. Für einen Erben des adligen Hofes gibt es wenig, was beunruhigender ist. Jedenfalls, Menthe pebt mit ernstem Ton die erste Kugel an, ehe diese hier in euch eingepflanzt werden, muss ich euch daran erinnern, wie viel sich damit für euch ändert. Ich würde euch dennoch gerne um meinetwillen noch einmal fragen, weshalb ihr mich damit schikaniert habt, sie in euch einzusetzen, seit ich sie versehentlich vor euch erwähnt habe weil dies hier kein leben ist das mir würdig ist grollt old Hux. er ist es müde sich wiederholt zu erklären weil ich um mein geburtsrecht betrogen wurde weil es zeit ist die waage wieder zu meinen gunsten auszugleichen weil ich meine rache will ich will die macht haben die geheimnisse meiner feinde zu durchblecken und ich will sechsmal der nekron sein der ich bin wilder verschlagener gerissener und mentep seufzt will schon fast zwischen seinen Okularen in seine Gesichtsplatte kneifen, ehe er sich mit einem kleinen Klicken erinnert, dass er nur ein Okular hat. Dann wirft er die Phasenklinge über die Schulter hinter sich, legt die Paritionsphäre zurück zu den anderen und zu dem Kanister, welche das Medium enthält, und lässt alles mit einem Fingerklicken verschwinden. Nein, es tut mir leid, Altyx. Eine Reise unter falschem Vorwand kann nur in die Vernichtung führen. Bau Ephra aus dem Wassergarten fügt er wehmütig hinzu. Er hat prophetischer gesprochen, als er wohl je zu glauben vermochte. Aber es stimmt auch hier, ich kann dies nicht tun, Oltex, bis ihr nicht absolut ehrlich mit mir seid. Dafür müsst ihr auch ehrlich mit euch selbst sein, denn das ist es, was diese hier sein werden, wenn sie erst in euch eingesetzt sind, eure anderen Versionen eures Selbst. Sie werden meine Sklaven sein. Denkt Ihr wirklich so von euch, Oldhux? Dies hier sind keine Batterien, die euren eigenen Antrieb verstärken werden. Sie sind Mitreisende, die auch gewillt sind, mit anzupacken, sollte dieser Antrieb ausfallen. Nun, vielleicht, wenn Ihr sie behandelt, wie Ihr euch selbst behandelt oder euch selbst behandeln solltet, dann werdet ihr größeren Nutzen aus ihnen ziehen. In der langen Pause, die folgte, heulten sehts giftige Winde laut um die Kuppel. Oltyx denkt schon darüber nach, einfach hinauszustürmen, aber will das hier so sehr, dass er auch bereit ist, den Grund dafür anzugeben. Er zwingt die Worte durch seine Vokalmotorik, als wären sie Gefangene, die unter gezogenen Waffen vorgeschickt werden. Weil ich Tioseras vermisse, Kryptech. Weil ich nicht weiß, wen ich um Rat bitten soll, seit ich den Kontakt mit ihm abgebrochen habe. Weil ich einsam bin und meine Fehler vergessen können will. Aus dem Schatten trillert Xot traurig und kommt mit leise auf dem Stein klickenden Klauen und der weggeworfenen Phasenklinge in einem Manipulationstentakel zurück. Danke, Xot. Und du hast natürlich recht. Er hat Fortschritte gemacht. Vielleicht war es doch gar kein so großer Fehler, wie ich gedacht habe, ihm gegenüber ein paar meiner alten Künste zu erwähnen. Er wendet sich mit einem warnend erhobenen Finger wieder Oltyx zu. Und hier ist auch eine Lektion für euch, Normarch. Egal, wie viel ihr auch bereut, seid dennoch vorsichtig damit, was ihr verbrennt. Ihr wisst nie, wann es euch hilfreich sein könnte. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, mir zu erzählen, weshalb ich sie wollte, dachte Oltyx, ehe er sich erinnerte, wo er jetzt war. Dass ich die Wahrheit vergessen habe. Aber als die Dunkelheit sich nicht auslöschen wollte, obwohl der Tagtraum verflogen war, Erinnerte er sich daran, weshalb er sich überhaupt zurückgezogen hatte? Der Schmerz war zurückgekehrt und schoss nun an den frischen Klingennarben entlang, als wäre er eine entflammte Prometheumspur. Er musste sich dazu zwingen, nicht daran zu denken, was er wieder in sich einladen würde, wenn er den Schmerz zuließ. Er konnte nicht zulassen, wieder in den Wahn abzurutschen, ständig an das Verlorene und in das Verlorene hineinzudenken. Oltex beschloss daher, sich auf das zu konzentrieren, was noch hier war, auch wenn es sehr wenig war. Da war sein Kern, der sich noch immer sehr schwach in ihm anfühlte, aber es war schon besser als zuvor. Seine Stärke kehrte Atom für Atom zurück. War es denn möglich, dass das Medium die Zeit für ihn beschleunigte, anstatt sie zu verlangsamen, um ihm längere Aufenthalte jenseits der Realität zu gewähren? Derart ermutigt begann er, seine sensorischen Matrizen zu untersuchen. Da gab es noch einige andere Dinge: die Kakophonie der Unreinen, die jenseits der Gitterstäbe lärmten, das rastlose Scheppern ihrer Wächter. Unter seinen Hüften knirschten Steinsplitter aneinander, die sein Anfall aus dem Boden geschlagen hatte. Dann war da auch noch das Rieseln von Staub auf seine Nekrodermis, zusammen mit einer rhythmischen Vibration, so als würde einer der Gefangenen gegen die Wände seiner Zelle schlagen. Es ging alles gut, bis ein wenig Staub auf seine Gesichtsplatte fiel und er dem momentanen Impuls erlag, sich über die Augen zu wischen. Er hatte keine Augen. Der Impuls war nicht lange genug, dass er seine Hand heben wollte, aber es war alles, was das Monster für eine Rückkehr brauchte. Sobald der Gedanke da war, war auch das Dysphorak wieder hier, zurück aus der Dunkelheit. Es war größer, stärker und wirklicher, als zu jenem anderen Zeitpunkt vor seiner Gefangennahme und würde ihn garantiert überwältigen. Aber es war nicht mehr die gleiche, unaufhaltsam kosmische Macht, die ihn vor der Vision angegriffen hatte. Die Macht des Monsters konnte nur noch schrumpfen, während seine eigene wuchs. Irgendwann würde sich das Gleichgewicht verschieben und er würde das Dysphorak überwältigen. Hier fühlte er keinerlei Zurückhaltung mehr. Wenn ihm das Verbrennen seiner Vergangenheit auch nur das kleinste bisschen an Hoffnung auf eine Zukunft für Ithakas verschaffen konnte, dann sollte es so sein. Er würde alles niedermachen, was dem im Weg stand. Oltyx ließ sich wieder rückwärts in die Dunkelheit fallen, ehe die Klauen ihn erreichen konnten. Es ist erst drei Jahre her, dass Dioseras ihm die Lektion auf dem Übungsplatz der Legionen erteilt hatte. Oltyx hat längst wieder seine volle Kraft nach seiner Krankheit erlangt. Er mag nur einen Finger breit höher als der ältere kühner sein, das behauptet zumindest Joseras. Er denkt, es müssen sicherlich drei Finger breit sein, aber er ist in vielerlei Hinsicht noch ein Junge. Seine Ausbildung ist noch nicht zu Ende, aber heute, an einem der seltenen Tage, an denen der Himmel grau ist, kommt ein Botschafter von der Front des Krieges gegen die Oktobek. Alles hat sich verändert. Die Bastion Hekan ist endlich gefallen, nach einem 14-Dekan-langen Kampf auf den verflüssigten Hängen. Dabei sind zwei Millionen Leben ausgelöscht worden. Die Loyalisten haben von diesem neuen Stützpunkt aus hart gegen ihre Grenzen gekämpft. Zudem ist die Front in Gefahr, endgültig zu kollabieren, da die oktobektischen Flotten immer wieder Blitzangriffe gegen ihre Industriezentren im Westen führten. Sie sind daran, den Krieg zu verlieren. Unas ist über diese Neuigkeiten in Wut ausgebrochen und hat mit seiner goldenen Keule sechs Säulen im Thronraum zerschmettert. Dann hat er all seine Höflinge angeekelt fortgeschickt. Diese Wut ist wie das Heulen einer verwundeten Bestie durch die ganze königliche Zikurat gezogen. Mitten in einem Spiel Belagerungsrampen und Skolopendra zwischen Djoseras und Oltyx hat sie das Geräusch erreicht und sie hatten einander niedergeschlagen angesehen. Sie wussten irgendwie nicht nur, was diese Neuigkeiten waren, sondern auch um die Bedeutung der Nachricht. Während der Regen draußen zu fallen beginnt, werden sie in den Thronraum beordert. Unas steht dort bereits, glühend vor Wut, mitten in zerbrochenem Stein. Auch wenn Oltyx den Dynasten jeden Tag seines Lebens gesehen hat, ist er doch merkwürdig über seine Größe überrascht. Seine Beine sind wie Säulen, die Hände um die königliche Keule sehen stark genug aus, um Stein zu zerbrechen. Aus irgendeinem Grund ist er mit der merkwürdigen Vorstellung hereingekommen, dass der König zerbrechlich und abgemagert geworden ist. Vielleicht nur ein böser Traum. Unas fasst sich knapp. Djoseras soll persönlich an die Front und das Kommando über die Truppen übernehmen, da er seinen eigenen Generälen nicht mehr vertraut. Der Dynast verbietet, Oltyx mit ihm zu gehen, und damit wird seine Ausbildung beendet, und die Thronerben werden über Jahre getrennt sein, falls Joseras überhaupt zurückkehrt. Oltyx erhebt die Stimme zum Protest. Er hat schon seit Jahren enthusiastisch davon gesprochen, dass er in den Kampf ziehen will. Es wäre ungerecht, ihn von diesem Spaß fernzuhalten. Der König antwortet so freundlich wie möglich, aber da ist noch immer Wut, und es wird klar, dass er keinen Widerspruch duldet. Und doch, sehr zum Erstaunen von Oltyx, stellt sich der ältere Kühnerz dem König entgegen. Ihr solltet den Jungen mitkommen lassen. Sagt er ruhig, so als würde er lediglich einen Ratschlag geben und nicht eine Bitte anbringen. Ich brauche eine verlässliche rechte Hand, jemanden, der meine Strategien versteht, und er muss lernen zu dienen. Ich kann ihm zudem zeigen, wie man einen Krieg gewinnt. Unas grollt, aber er scheint eher traurig als wirklich wütend darüber. Nein, er ist zu wertvoll. Wenn ihr Fallt, so wie Parik gefallen ist, dann wird er der Letzte meiner Thronerben sein. Er muss an meiner Seite bleiben, sollte etwas passieren. Er mag jetzt wertvoll sein, hält Juseras dagegen, aber er wird im Palast und umgeben von all diesen Annehmlichkeiten schnell verweichlichen. Der Junge braucht eine Herausforderung. Er muss vor Aufgaben gestellt werden, von denen er denkt, er kann sie nicht erfüllen, bis er an ihnen wächst und lernt. Wenn er hier bleibt und nie auf die Probe gestellt wird, dann wird er seine Fähigkeiten nie ausbauen können, und er wird sich immer überschätzen. Und was für ein Erbe ist er dann? Mein König? Ihr braucht einen Thronerben, der sich selbst kennt. Holtyx ist sehr verärgert, darüber so behandelt zu werden, als wäre er in einem anderen Zimmer, aber hält seine Zunge im Zaum. Der Dynast wiegt seinen riesigen Kopf, als würde er den Gedanken im Kopf herumwenden, dann hebt er endlich die mit Panzern versehenen Schultern. Und so ist es beschlossen. Der Wille des Dynasten, so hat Joseras zuvor schon gesagt, ist wie Eisen, doch sein Geist ist hell und formbar wie Gold. Zu den seltenen Gelegenheiten, zu denen er seine Meinung ändert, passiert es sofort. Oltyx erwartet eigentlich erfreut zu sein, aber stattdessen ist ihm, als hätte er einen kalten Stein verschluckt. Erst als er in seine Zimmer zurückkehrt, um sich vorzubereiten und mit seinen Gedanken allein ist, begreift er, dass er Angst hat. Er hat immer vorgegeben, dass er geradezu ausgelassen und erfreut ist, in den Krieg zu ziehen, weil, nun, er ist der zweite Thronerbe von Antikev. Wie könnte er dann nicht ins Feld ziehen wollen? Aber die Worte sind stets aus seinem Geist gekommen, nicht aus seinem Herzen. Er war sich zudem immer sicher gewesen, es würde nie passieren. Aber jetzt ist es passiert, und im tiefsten Inneren will er den Tod nicht erleben, weder seinen eigenen noch den seiner Soldaten. Oltyx ist sich nicht einmal sicher, ob er töten will. Er weiß nicht wirklich viel über den Krieg selbst, und jetzt, während er darüber nachdenkt, begreift er, dass Djoseras schon immer um dieses Geheimnis gewusst haben muss. Das ist auch der Grund, weshalb er Unnas überzeugt hat, Oltyx mit ihm gehen zu lassen. Der Kühnerz hat ihm einhundert Male gesagt, nach ihren zermürbendsten Lektionen, dass er Oltyx nicht deswegen Unbehagen und Unwillen aussetzt, weil es ihm Freude macht, aber er tut es dennoch gnadenlos, weil er weiß, dass dies genau die Erfahrung ist, die Oltyx für sein Wachstum braucht. Wenn er denn auf alles vorbereitet sein will, was eines Tages kommen wird, und wenn der Tod sich erst an der königlichen Blutlinie entlang gearbeitet hat, dann wird er die brutale Einsamkeit des Thrones erleben. Er hat zwar recht, aber bei den Knochen der Vorfahren, Oltex hasst die Art, auf die der Ältere Liebe zeigt. Liebe! Was für ein merkwürdiges Wort, was für ein merkwürdiges. Wort wie ein Floß, auf dem er zurück an die Ufer der Realität getrieben wird. Holtex wusste natürlich in rein technischen Begriffen, was Liebe war, aber das traf auch auf Zähne und Narben zu. Wenn diese Liebe denn jemals wirklich existiert hatte, so war sie zusammen mit allem Fleisch verbrannt worden, das in den reinigenden Feuern des Bioofens in Rauch aufgegangen war. Es war nicht die einzige Überraschung. Er hatte immer gedacht, ihre Rollen wären vertauscht gewesen. Oltex hatte angenommen, dass er trotz seines Eifers von Joseras davon abgehalten worden war, in den Krieg zu ziehen, damit der jüngere Kühnatz den älteren in Unas Augen niemals übertreffen könnte. An Angst konnte Oltex sich insbesondere nicht erinnern. Die schrumpfenden Schweißnähte verrieten Oltex, dass er tatsächlich einige Zeit in diesem Tagtraum verbracht hatte. Auch wenn die Details langsam verblichen, so blieb doch fast so etwas wie eine Schweißnaht in seinem Geiste zurück. Es war ein Gefühl zerbrechlicher Ruhe, die sich wie ein dünner Schleier schützend über seinen Geist legte, so als wären die Engramme nicht verbrannt, sondern verwandelt und irgendwie behalten worden. Als die Geräusche im unterirdischen Gefängnis wieder in sein Bewusstsein vordrangen, schienen sie fast so friedlich wie ein Tagesanbruch, wie ein Sonnenuntergang. Diesmal drang jedoch auch wieder ein Licht zu ihm vor. Endlich konnte er wieder etwas sehen, auch wenn die Auflösung seiner Sichtmatrizen schrecklich war. Es war wenig mehr als eine Mischung aus schwarzen und weißen Punkten, die von großen leeren Flecken durchsetzt waren. Und das Wenige, was er sehen konnte, war eine Abfolge von eingefrorenen Bildern, anstatt einer flüssigen, durchgehenden Aufnahme. Aber er konnte dennoch genug erkennen. Das Gefängnis jenseits der Gitterstäbe war ein zylinderförmig angelegtes Gewölbe mit einer Art Doppelsäule in der Mitte. An drei Seiten reihten sich Hunderte von dunklen Löchern auf. Das mussten die Zellen sein. Während er sich mühte, noch etwas mehr zu erkennen, schritt eine verschwommene Gestalt, laut klappernd, an seiner Zellentür vorbei. Eine der Wachen. Es war aber kein Unsterblicher, sondern sie wies ein Muster auf, das er noch nicht identifizieren konnte was auch immer diese Gestalt sein mochte, er konnte gerade so noch eine Gruppe von ihnen auf der anderen Seite des Gewölbes ausmachen. Darum konnte er sich aber später Gedanken machen, denn im Moment hatte er nur einen Feind. Wie zuvor war der Gedanke an das Dysphorak genug, um es aus dem Schatten zu locken. Aber es schien, dass das Verbrennen seiner Erinnerung aus der Zeit des Fleisches zu einer Schwächung beitrug, das Dysphorak kam viel langsamer aus seinen tiefsten Flugsströmen hervor, doch wusste Oltex, dass er es noch immer nicht schlagen konnte. Verdrängen, weglaufen. Für den Moment konnte er nur träumen und dadurch stärker werden. Vier Jahre ist es her, seit Oltex in den Krieg geschickt wurde. Er ist nun reif geworden, daran gibt es keinen Zweifel mehr denn er überragt den Älteren um eine ganze Handspanne. Und noch sieht Oltyx noch immer zu Djoseras auf. Ganz wie Unas hoffte, hat Djoseras kurz nach Eintreffen an der Front und mit der Übernahme des Kommandos die sichere Niederlage abgewandt. Mit dem Künatz haben die Legionen jede an die Loyalisten verlorene Welt zurückerobert und ihren Feind an allen Fronten ausmanövriert. Oltyx ist im Nachhinein erstaunt darüber, welche eine große Rolle der Ältere ihm zugewiesen hat, um diese Wendung des Glücks herbeizuführen. Er hat dabei geholfen, Joseras bei zahlreichen taktischen Zwickmühlen eine Lösung zu finden, hat seit dem Tag, an dem der Ältere ihn zu seinem Mut gezwungen hat, mehrfach das Feld betreten. Oltyx hat nun mehrfach Blut geleckt. Doch auch wenn er das Töten wohl nie genießen würde, kann er es zumindest ertragen. Toseras sagt, das sei genug. Er ist auch sehr geschickt geworden. Oltyx ist sicherlich nie der beste Krieger Ithakas gewesen, hatte auch wenig natürlichen Instinkt dafür besessen. Aber mit Disziplin und Übung kann er aufwiegen, was ihm an Glück gefehlt hat. Und jetzt ist er jedem der höfischen Angeber der Kronwelt mehr als nur ebenbürtig. Er hat sich sogar eine eigene Phasengläfe verdient, die Djoseras persönlich in den von ihnen zurückeroberten, rauchverhüllten Schmieden von Vorones angefertigt hat. Aber nachdem der Krieg sich gewendet hat, ist diese Siegesserie stagniert. Das untergehende Oktobek ist ihnen schon immer zahlenmäßig und in Bezug auf die Produktionskraft überlegen gewesen. Es mag dem Feind unmöglich sein, Ithakas Front zu seinen Gunsten zu verschieben, doch sie können sich ebenso wenig weiter nach vorne arbeiten. Lange schon fleht Dioseras Unas immer wieder an, sie sollten Friedensverhandlungen einleiten. Sie haben immerhin ihre Unabhängigkeit verteidigt. Aber ihr Dynast nennt dies Feigheit und hat verlangt, dass sie um jeden Preis auf Oktobeks Kemet einfallen. Sie können daher nur gehorchen. Joseras hatte sich bereits mit dem Gedanken an einen Krieg abgefunden, der den Rest ihrer kurzen Leben verschlingt, als die Gerüchte, die itakische Front, zu erreichen. Von einem Ende zum anderen hatte die Galaxis, oder zumindest die Orte, an die sich die Nekrontyr nach ihrem langen Kampf gegen die Alten zurückgezogen haben, davon gesprochen, dass Zarek einen Plan verfolgte. Der stille König, so lautete das Gerücht, stand kurz vor der Verkündung eines großen Waffenstillstands, in allen Bürgerkriegen, die die Triarchie so zerrissen haben. Es wurde gesagt, er wäre im Besitz einer großartigen, neuen Waffe, die ihm ein Gönner von unglaublicher Stärke zukommen hat lassen. Mit dieser würde er planen, den alten Krieg gegen die Alten wieder aufzunehmen, und, wie es weiter hieß, wäre er auch bereit, jeder rebellischen Dynastie ungeahnte Macht zu geben, die sich ihm wieder anschloss. Unas hatte keine Zeit für solche Gerüchte gehabt. Stattdessen hat er an seiner Überzeugung festgehalten, dass der Sieg die einzige Lösung sei. Mehr und mehr verschwenderische, desaströse Angriffe gegen Oktobek wurden befohlen. Natürlich weigerte sich auch Anthrosis vom Schwarzen Stern, der verschlagene Phäron von Oktobek, ebenso verbittert, den Krieg einzustellen. Immerhin war der Krieg überhaupt erst durch Ithakas Abtrünnigkeit entfacht worden. Aber Dioseras und der Kronprinz von Oktobek, Zultanek, der unter den Loyalisten sein Gegenpart ist, haben die Veränderung bereits kommen sehen. Also haben sie mit geheimen Treffen begonnen, in denen sie sich geeinigt haben, diese Patt-Situation so blutlos wie möglich zu halten, bis die Gerüchte auf die ein oder andere Weise aufgelöst werden würden. Sie haben sich trotz großer Temperamentunterschiede gegenseitig zu respektieren begonnen, und haben sogar eine freundschaft entwickelt auch wenn sie immer bereit sind einander zu töten sollten sich die gerüchte ums zarex komm als falsch herausstellen aber sie sind als wahr bestätigt worden deswegen kommt heute der krieg zu einem ende oltek sieht dabei zu wie das abkommen auf einem stück uraltem schilfpapier unterzeichnet wird das abkommen ist zwischen unas und Anthrosis, aber in ihrer stadt unterzeichnen joseras und zultanek da die zwei Könige sich noch immer weigern, einander gegenüberzutreten. Am Kopf des Tisches steht ein dürrer Nemesor, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, als Zeuge und Repräsentant von Zarek. Zandrek, so lautet sein Name, und er ist ein höchst merkwürdiger Nekrontyr. Er ist von hohem Blut, kleidet sich aber mit der arroganten Schwere örtlichen Reichtums sein Gesicht ziert ein merkwürdiges, permanentes Halblächeln, das verrät, dass er nichts hier so wirklich ernst nimmt. Zumindest soll man das glauben. Zandrek scheint immer genau das zu sagen, was er will, und er hat bereits mehrere gewagte Witze über Unas und Anthrosis zum Besten gegeben. Dafür hat er sich von beiden unterschreibenden, tödliche Blicke eingehandelt. Während einer besonders frostigen Stille, die nur vom leichten Glucksen des Nemesors über seinen eigenen Scharfsinn durchbrochen wird sieht Oltix zufällig zu dem mürrischen muskelbepackten gewöhnlichen der als leibwache für zandrek dient obwohl zwischen ihnen eine soziale Kluft liegt teilen sie in diesem moment ein ungläubiges kopfschütteln oltex bemitleidet die kreatur es könnte immerhin sein dass sie noch jahrelang die ermüdenden launen ihres meisters ertragen muss ehe der tod sie erlöst aber endlich werden die federn abgesetzt und der frieden ist geschlossen Sultanek erhebt sich und nickt Djoseras einmal mehr mit tödlichem Ernst zu, ehe er zu sprechen beginnt. Eure Dynastie ist merkwürdig, Künas Djoseras. Was sehe ich darin? Zu viel unorthodoxes Verhalten. Aber, aber. Es ist nichts daran verkehrt, dass es ein wenig merkwürdig zugeht, wirft Sandrek ein. Es hat euren Streitkräften zumindest zu schaffen gemacht. Die ithakische Kultur, sie weicht mehr und mehr von der Kultur der Heimatwelt ab, warnt Zultanek, der den Botschafter völlig ignoriert. Und was ist mit eurem Dynasten? fährt er in diesem merkwürdigen oktobekischen Sprachmuster von Fragen und Antworten fort. Was soll ich euch, einem geehrten Feind und einem Freund, sagen? Sein Leichtsinn könnte eines Tages euer aller Untergang sein, wenn er ihn nicht zähmt und wenn ihr nicht besonders auf ihn achtet. Ich bin lediglich ein treuer Diener, erwidert Joseras schlicht und starrt seinem Gegenüber lange in die Augen. Hat Unas also Glück, euch zu haben? Ja, das hat er. Ihr seid der Beste, Ithakas. Und werdet ihr eines Tages ein großartiger Dynast sein? Ja, das werdet ihr. Vielleicht werden wir dann wieder miteinander sprechen? Vielleicht, sagt Joseras und nickt Oltyx zu. Oder ihr werdet mit ihm hier sprechen. Ich hoffe es sogar. Wenn er noch ein wenig Weisheit verinnerlichen kann, dann wird er ein noch besserer König, als ich es hier sein könnte. Ha! stößt Zandrek mit einer Art seltsamen Bühnenflüstern aus. Er stößt Oltyx in die Rippen. Hast du das gehört, Junge? Ein hohes Kompliment! Das wirst du sicherlich noch jahrelang stolz in dir tragen. Der Nemesor zwinkert ihm zu. Und die Welt verschwindet. Altex war, als würde er glühen. Er kam in der Steinzelle zu sich. Er hatte Stolz empfunden. Er versuchte, so lange wie möglich an diesem Tag Traum festzuhalten. Doch war es, als wollte er Rauch mit bloßen Händen einfangen. Bald war alles verflogen. Doch das Wissen, dass es geschehen war, blieb. Das war ausreichend. Erst dachte er noch, dass sein Sehsinn nicht ganz zurückgekehrt war aber als seine visuelle matrix lediglich eine einzige negative schädigungsglyphe zeigte sobald er die diagnostik bediente begriff er auf was für einen winzigen teil von realität das necronculus noch kalibriert war sein blickfeld war auf acht verschiedene fokusstufen und ein enges band von spektren begrenzt welches kaum von röntgen bis mikrowelle reichte da waren keine funkelnden semiotischen glyphen keine ausbäckse die seinen Blick auch außerhalb von Kampfsituationen schärfer machten. Er hätte genauso gut noch Skizzen der Welt sehen können, die von Neds zittriger Hand angefertigt waren. Aber es würde reichen. Jetzt, da er mehr Details ausmachen konnte, konnte er auch sehen, dass die Säule im Zentrum des Untergrundes ein Liftsystem war. Es waren zwei Schächte von uralter mechanischer Bauart, mit denen man jeweils Paare von Kriegern in die Arena nach oben schaffen konnte. Er konnte nun auch endlich die Wachen als unas zwölf Gladiatoren erkennen, Verbesserte und Sterbliche, denen man zusätzliche Panzerung und verstärkte Gelenke gegeben hatte, so sie nun eine sehr steife, kantige Erscheinung besaßen. Bewaffnet waren sie mit einer ungewöhnlichen Auswahl an Nahkampfwaffen, die alle darauf ausgelegt waren, die interessantesten Interaktionsmöglichkeiten in Kämpfen bereitzustellen. Das war auch nötig, denn es gab lediglich 66 mögliche Aufstellungen. Mit den zwölf, die vorhanden waren, obwohl es hunderte Jahre Unterhaltung geben musste. Sie waren jedoch eindeutig von dem falschen Djoseras hierher versetzt worden, um als seine persönlichen Lüchgardisten zu dienen. Als Oltyx die Zellen am Rand des Gefängnisses durchsuchte, wurde ihm klar, wie radikal Hemion die Aufstellung der Kämpfenden erweitert hatte. Viele der eingesperrten Wesen konnte man unter dem breit gefächerten Begriff Monster vereinen. Es waren unreine Kreaturen, unter denen Menschen die häufigsten zu sein schienen. Diese waren in Gruppen zusammengepfercht, wohl um ihre Schwäche im Ring auszugleichen. Manche von ihnen trugen die Reste militärischer Uniformen, andere, die mehr weinten, schienen Familien zu sein. Wieder andere trugen zerrissene Roben und rituelle Narben, und schienen sich damit zu unterhalten, möglicherweise religiös motiviert geschriene Streitgespräche mit den Soldatengruppen zu führen. Es gab etwas, was wie ein Mensch aussah, aber von den Dimensionen her einem Org glich, dann noch etwas, was so breit wie seine Artgenossen war, aber nur halb so groß. Es war auch etwas Kleines und Leises mit blauer Haut, das den Kopf traurig hängen ließ, und noch ein paar zerbrochene, hellbraune Rüstungsplatten trug. Oltix erkannte es wieder, aber konnte nicht einordnen, was dieses Geschöpf war. Es gab noch einige Arten Orks, auch wenn es ihn nicht interessierte, welche Arten im Speziellen, sowie ein paar Käfige, die mit Grotz vollgestopft waren. Sobald es ihm langweilig dabei geworden war, die Zellen zu untersuchen, sah sich Oltix in der ganzen Kammer um. Sie war merkwürdig prachtvoll für ein Gefängnis, mit breiten, gekrümmten Stützen aus Nekrolit, die auf ganzer Länge mit goldenen Glyphen verziert waren. Er begann sich bereits zu fragen, weshalb der Vezier solche Anstrengungen unternommen hatte, um ein Gefängnis für die Unreinen aufzuhübschen, als er auf die Rückseite seiner eigenen Zelle blickte. Dort sah er den leeren Sarkophagalkoven, der in der Wand eingelassen war. Das Gefängnis war deswegen so aufwendig geschmückt, weil es nie als Gefängnis konzipiert worden war. Das hier war ein Grab gewesen. Das heiligste aller Gräber, denn es war die Gruft des Gesetzgebers gewesen. Ein Ort, der einst zu heilig gewesen war, um mit funktionierenden Okularen betreten zu werden, war nun ein Gefängnis für Unreine geworden. Die Zellen am Rande mussten also Nebenkammern gewesen sein, die einst die treuesten Diener von Ithaka enthalten hatten. Sie waren so angeordnet worden, damit sie alle auf den Gründer blicken konnten, wie Planeten einem Stern zugewandt waren. Vermutlich waren ihre Überreste genau wie der Körper des Gesetzgebers geplündert worden, um in Unas grausigem Kochtopf zu landen. Solche Blasphemie war an diesem Ort keine Überraschung mehr, aber sie war dennoch nicht einfacher zu verkraften. Doch anstatt Oldtucks Entsetzen zu vergrößern, wurde davon nur die weiße Glut seiner Entschlossenheit angefacht, von hier zu entkommen und Hemion für all diese Verstöße bezahlen zu lassen. Aber er musste noch viel von seiner Stärke zurückgewinnen, um überhaupt den mickrigen Höhepunkt der Stärke eines Necron-Kriegers zu erreichen. Es wird genug. Sein, sagte er sich und scheuchte den Gedanken davon. Damit schob er auch das Bewusstsein beiseite, dass die Menschenflotte näher und näher kam, je länger er seine Stunden in den Engrammen verbrachte. Vielleicht war Said bereits gefallen, aber er konnte in seiner Zelle gefangen nichts dagegen tun. Er konnte im Moment lediglich durch die Feuer der Vergangenheit schreiten und genug Stärke mitnehmen. Um den Moment zu erreichen, in dem er etwas tun konnte. Oltyx tauchte willentlich wieder in sein Bewusstsein ein und verschwand, diesmal noch ehe die Wellen seines Tauchgangs das Dysphorak ketten wecken können. Das Tor zu den Bioöfen ragt hoch über Oltyx auf. Zwei glatte Säulen stützen einen Türsturz. Auf dem lediglich das Zeichen der Triarchie eingelassen ist. Es leuchtet ihm durch die Wüstennacht entgegen, durch die nach dem heißen Tag eine kühlende Brise zieht. Die Trockenzeit geht zu Ende. Oltyx kann dies jedoch nicht genießen, denn die Furcht lastet schwer auf ihm, dass er schon bald nie mehr die Luft auf der Haut spüren wird. Nur in dieser Nacht ist das Königshaus von Antikev gleichgestellt mit den geringen Adligen und sogar den gewöhnlichen, denn heute treten sie alle durch dieses Tor in die Ewigkeit. In einer Reihe enormer Öfen, die Wegstunden von der Hauptstadt in der tiefsten Wüste errichtet wurden, brennen schon seit vielen Tagen unbegreifliche Feuer, in denen das ithakische Volk in seine perfekte Gestalt transmutiert wird. Der große Teil der Bevölkerung will endlich die Verwandlung durchmachen. Oltyx-Sänfte wurde neben der schier endlosen Prozession abgerissener und verzweifelter Arbeiter hergetragen, die alle darauf warteten, die Tore zu durchschreiten. Sie alle waren abgemagert gewesen. Am Tag von Zareks Verkündung waren die Nahrungsfabriken geschlossen und die verbleibenden Vorräte nach Rang rationiert worden. Selbst jetzt liegt Oltyx seine letzte reichhaltige Fleischmahlzeit schwer im Magen, aber er ist sich sicher, dass dieses unangenehme, schleimige Gefühl lediglich seiner Nervosität zuzuschreiben ist. Viele der gewöhnlichen hatten Karren mit den Kranken geschoben, auf denen Eltern, Kinder oder Arbeitskollegen lagen. Auf ihren Gesichtern stand die schwindende Hoffnung, dass die lange Schlange wenigstens ein bisschen schneller als der Tod sein würde, aber sie hatten ebenso wie Oltyx die vielen Leichen gesehen, die neben der Reihe der noch Lebenden, halb vergraben in der schneegleichen Asche der Glücklicheren, lagen. Oltyx weiß, dass er besonders viel Glück hat. Nur fünf Monate zuvor, am Morgen des Tages, an dem er sein achtzehntes Lebensjahr erreicht hatte, hat er den Knoten in seiner Kehle gefunden. Jetzt ist dieser so stark angeschwollen, dass seine Stimme kaum mehr als ein heiseres Flüstern ist. Die Onkommanden haben ihm gesagt, dass sie auf seinen lebenswichtigen Organen fünf weitere Knoten gefunden haben. Die Muskeln, die er sich im Krieg erarbeitet hat, sind alle wieder verschwunden. Er lehnt sich wieder auf den Stock, den er mit seiner Kindheit vor acht Jahren abgelegt hat. Wenn er nicht auf der Sänfte hierher gebracht worden wäre, zu diesem zentralen Ofen für den Adel, wäre er wohl auf einem der Karren gewesen. Aber Oltyx schätzt sich nicht glücklich. In der Nacht über ihm und unter den dicken, von grünem Licht erleuchteten Rauchwolken, die aus den Krematorien aufsteigen, schweben geisterhafte Gestalten durch die Dunkelheit. Man nennt sie Ketan, und sie sind die Verbündeten seines Volkes, ihre Wohltäter. Sie sind Götter, so sagt man, noch älter als die Alten, und sie wurden in den Sternen geboren. Anders als die selbstsüchtigen Alten haben diese Sternengötter erkannt, welches Leid die Nigrontür durchmachen, weswegen sie die Nigrontür jetzt die Unsterblichkeit schenken, die ihnen immer zugestanden hat. Aber während sie durch diesen Ozean von Leichenasche schwimmen, sehen sie mit ihren blutig wirkenden Mäulern, aus denen Energiespuren tropfen, nicht besonders wohltätig aus. Sie sehen aus, als würden sie fressen. Obwohl er Angst vor dem Kommandanten hat, hat Oltix keine Wahl. Der einzige Weg führt durch das schwarze Tor. Unas ist hindurchgegangen, Dioseras ist hindurchgegangen, aber der jüngere Kühners fühlt sich plötzlich wieder wie ein kleines Kind, winzig vor dieser gewaltigen Größe des Tors, und er kann das Heker nicht aufbringen, weiter voranzuschreiten. Er weiß nicht, wie lange er hier steht und unter den verfluchten Wolken zittert, aber endlich legt sich eine Hand auf seine Schulter. Es ist keine Hand aus Fleisch sondern eine aus Stahl, kürzlich geschmiedet und noch heiß wie eine Suppenschüssel. Der Arm daran ist so schwer wie ein Amboss, doch ist die Berührung noch immer sehr sanft. Die Hand drückt seine Schulter, eine Stimme, die wie von Djoseras klingt, dringt an sein Ohr, aber sie scheint aus einer tiefen, eisenbeschlagenen Zelle zu kommen. »Es ist nicht so schlimm, Oltex. Geh jetzt und habe keine Angst.« ich werde da sein, wenn du auf der anderen Seite ankommst. Oltyx nickt leicht, schluckt trotz seiner trockenen Kehle und tritt dem Ende seines Lebens entgegen. Diesmal kam Oltyx mit einem Schmerzensschrei wieder in der Realität an. Er konnte nicht durch das Tor treten, er konnte es nicht. Er würde darin sterben und noch schlimmerem unterzogen werden. Noch immer schreiend kroch er rückwärts, bis er gegen den Stein schlug. Dort schlug er seinen Rücken immer wieder gegen die Mauer, in einem verzweifelten Versuch, so weit wie möglich vom Tor wegzukommen. Er musste fort, fliehen, um jeden Preis, ehe er den schlimmsten und letzten Fehler in seinem Leben beging. Oltyx lehnte an der Rückwand der Zelle und starrte auf seine fürchterlich leblosen, metallenen Hände. Er erinnerte sich, wo und was er war. Da war kein Herz in seiner Brust, sondern ein Plasmaflux ohne Puls. Als die Realität ihn vollständig einholte, begann auch das Dysphorak in der Tiefe seines Selbst zu brüllen, und es wurde mit jeder Sekunde lauter. Es ist kein Monster und auch kein Geist. Es ist ein außer Kontrolle geratenes Informationsmuster. Ich werde nicht zulassen, dass es mich einholt! Die Worte übertönten das Heulen und hielten es davon ab, lauter zu werden. Oltyx wiederholte sich immer wieder und wieder in seinen Gedanken, auch wenn er sich bewusst war, dass er mit diesem Mantra die letzte Erinnerung an sein sterbliches Leben ins Nichts abgleiten ließ. Wie sollte er das ertragen? dachte er, als die letzten Spuren sich im Nichts auflösten. Doch ein bitterer Gedanke formte sich. Dann. Hat mein Feind weniger, von dem er sich nähren kann. Endlich verklang das Kreischen dieses gequälten Restes unter seinem Hekar. Jetzt, da die Gefahr vorbei war, konnte oltix seinen Fokus wieder auf etwas außerhalb seines eigenen Geistes richten. Mittlerweile hatte er jedes Zeitgefühl verloren, aber er konnte es an der ihm zur Verfügung stehenden diagnostischen Telemetrie feststellen, dass er so stark war, wie er in seinem geschwächten Zustand eben werden konnte. Die Wunden, die Hemion ihm zugefügt hatte, waren unter glatten Flächen verschwunden. Aber noch wichtiger war, dass sein Geist geheilt war. Er würde nicht mehr in das dunkle heilende Feuer des Mediums abtauchen müssen, ein hohles Donnern hallte im Gefängnis wieder und einmal mehr rieselte Staub auf seine Schulterplatten. Diesmal war es nicht die Wut eines Mitgefangenen, sondern etwas viel Größeres. Weiter entfernt, dass ein fernes Vibrieren durch das Gefängnis gehen ließ. Er begriff endlich, dass es die Schritte des Seraptek waren, der endlos um den Palast zog und weitere Vibrationen durch das Gefängnis schickte. Aber dort, wo der Staub hingefallen war, war noch etwas anderes. Es war etwas, was er bisher nicht bemerkt hatte, da es auch im Tagtraum anwesend gewesen war und ihn nie verlassen hatte. Während all die Facetten des Feuertraums verschwunden waren, als er gegen das Dysphorak angekämpft hatte, war sein physisches Element geblieben. Es war ein sanftes Gewicht auf seiner Schulter, an dem sechs Worte in Joseras Stimme hingen: Es ist nicht so schlimm, Oltex. Olteks wusste irgendwie, noch ehe er die Gesichtsplatte herumwandte, um es zu sehen, dass er eine Hand auf seiner Schulter sehen würde. Doch überraschenderweise fand er dort keine Hand, sondern einen skarabäus Vielleicht war es ein Reparaturkonstrukt, welches fälschlicherweise zu ihm gekommen war, nachdem der autonome Geist des Palastes zerfallen war, oder war der Kontrolle entkommen und war wie die Wirbellosen, die die Stadt durchstreiften, verwildert? Aber warum war er dann mit wertvollen Metallen und Juwelen bedeckt, so ähnlich wie Taikas Panzerung? Dieses Konstrukt war eindeutig zierender Natur, wie die Haustiere, mit denen die eitlen Sumorianer sich geschmückt hatten, um ihren schlechten Ruf etwas aufzuwerten. Aber was noch viel wichtiger war, der Skarabäus sprach mit ihm. Das Okular blitzte in der Codesprache, die er mit Djoseras entworfen und später Yennek beigebracht hatte. Hemion hatte ihm das Wissen nie genommen, denn abgesehen von dem Künatz und dem Admiral wussten nur fünf andere von diesem Code. Und dies waren alle Identitäten von Oltyx. Es ist gut, euch bei Bewusstsein zu sehen, sagte der Skarabäus, während noch einmal Staub von dem seraptec schritt auf ihn herunterprasselte. Und sehr praktisch, denn euer Gerichtsverfahren beginnt bald. Strategie, dachte Oltyx, mit einer Welle, die über seine Entladungsknoten lief. Diese Zuordnungen sind weniger wichtig geworden. Bald werden wir fort sein. Unsere verbleibende Zeit ist noch knapper bemessen als die eure, und es gibt viel zu besprechen." Oltyx nickte und ließ das Konstrukt sprechen. "Aber wir bringen gute Nachrichten." Das Blinken des Garabeus veränderte sich minimal, als würde er nun mit einem anderen Akzent sprechen. "Wir haben einen Plan dafür, hier herauszukommen." Oltücks erste Reaktion war überwältigende Dankbarkeit, dass er endlich gerettet werden könnte, dicht gefolgt von aufreibender, selbstsüchtigender Scham, dass er es nicht geschafft hatte, sich selbst zu retten. Aber musste er überhaupt dankbar oder beschämt sein, wenn seine Retter seine eigenen Subpartitionen waren? Bedeutete dies nicht, dass Oltyx sich auch hier und jetzt? Selbst rettete.